Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und ich habe mittlerweile schon wieder relativ viele Einsendungen an Flugzeugen bekommen. Aber die werde ich heute noch nicht zeigen. Heute will ich erstmal wieder bauen. Aber nochmal für Leute, die mir einen Link schicken wollen oder halt auch nur die Namen, wobei mir mittlerweile wirklich Link lieber ist, weil manche Namen von euch, sorry, das ist nicht böse gemeint, aber wenn ihr dem Flugzeug oder dem Fahrzeug so 0815 Namen gibt wie Kampfflugzeug 1 oder das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, aber ich denke, wisst, was ich meine, dann kann ich mir da in der Suchengine einen Wolf suchen. Deswegen schickt mir am besten einfach den Link, und zwar wie: ihr geht auf meine Kanal-Hauptseite, also einfach kein, ihr klickt, wenn ihr im Video von mir seid, einfach auf meinen Kanalnamen Pulitzer LP, steht ja immer direkt unter dem Video drunter, Pulitzer LP, der Indie-Kanal, dann kommt ihr auf meine Kanal-Hauptseite, dann geht ihr auf den Reiter Kanal-Infos und da könnt ihr dann Nachricht senden machen und da schickt ihr mir eine PN bitte. Ich hatte zwar irgendwann mal gesagt, ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken, aber das ist mittlerweile ein bisschen doof, weil ich auf meinem neuen PC kein Outlook habe und die E-Mails in dem Standard-Mail-Programm, was mir auf Windows 10 zur Verfügung steht, total scheiße und unübersichtlich ist. Deswegen so eine PN wäre mir lieber. Also wie gesagt, auf meine Kanal-Hauptseite gehen, Kanal-Infos, Nachricht senden. Ja, und morgen zeige ich dann wieder Community-Sachen, aber heute will ich, wie gesagt, mal ein bisschen bauen. Und zwar bauen wir heute eine Concorde. Ein wunderschönes Überschallflugzeug, was leider nicht mehr produziert wird. Und die einfach ein krasses Design hat, das ich heute immer noch sehr mag. Hier mein kleiner Jäger. Ach, wie süß ist er. Also wie gesagt, das Design finde ich total super, halt windschnittig und ja, was kann man zu dem Ding sagen, war kacke schnell, maximal 2400 km/h so um den Dreh, hat aber das Problem gehabt, dass die immer, dass da, warte mal, wie viele Abstürze gab es da, ich glaube es gab einen Absturz, oder? Ja, aber der dann richtig, glaube ich, oder? Moment, ich guck mal kurz auf Wikipedia. Bla 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 bla, ja genau, nee, einen Absturz gab's und halt einen Folgensperren mit sehr vielen Toten. Danach wurde die Lizenz entzogen und nach wurde die dann außer Dienst gestellt. Ich glaube, es wurden sowieso irgendwie nur so 20 Stück gebaut von dem Ding, aber ich finde das Teil immer noch ziemlich cool. Eins meiner Lieblingsflugzeuge, also Luftflugzeuge, ist klar. Also ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich mag das sehr gerne. So, aus dem Aus. So, und ich bin gerade am Überlegen, wie fange ich denn da heute an? Eine Sache werde ich wahrscheinlich nicht darstellen können, und zwar die Concorde hatte ein Merkmal, das für mich aber hier ein bisschen zu schwer ist, technisch darzustellen. Und zwar konnte die ihre Schnauze ein bisschen anwinkeln, beziehungsweise dann wieder zurück nicht anwinkeln. ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das schaffen kann. Aber ich bin gerade überlegen, in welcher Position ich das Ding mache. Ich glaube, die wurde immer zum Landen und zum Starten wurde die etwas angewinkelt nach unten, damit die, also das war wirklich dafür da, damit die Piloten bessere Sicht nach vorne hatten, weil in der aufgerichteten Position hätten sie sonst, weil man kommt ja ziemlich schräg beim Landen an, also man guckt sowieso so ein bisschen nach oben und auch beim Starten, dann hätten die halt nichts mehr gesehen. Deswegen bin ich gerade hart am Überlegen. Ich glaube, ich werde die Version machen. Ah, ich mache die gerade Version, damit man ordentlich schnell fliegen kann. Ich glaube, das ist interessanter. Das macht dann mehr Spaß, ein bisschen schneller fliegen. Fliegen. Und ein bisschen angewinkelt mache ich die trotzdem. Machen wir mal so.
Aber das sieht doch viel sexier aus so. Also die Schnauze ist bei dem Ding wirklich richtig pointy, wie man das so schön sagt. Und ich mache die auch richtig pointy. Da soll es hier wirklich irgendwie, keine Ahnung, die Finger dran aufschlitzen können, wenn du da vorne dran fasst. So. Ist aber das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, wenn ich mir das hier gerade mal so angucke. Muss das alles ein bisschen kürzer machen. Hier muss ich den Rise rausnehmen. Ah, wobei, nee, kann ich nicht. Das zeigt jetzt nach oben. Das heißt, ich muss die Spitze ein bisschen kürzer machen. Ja, so ist doch ganz okay, glaube ich. Ah. So lasse ich es, glaube ich. Ja, so ist in Ordnung. Auf jeden Fall. Besonderheit auch an der Concorde ist, wie ich finde, die Kabine, also die Fluggastzelle, die ist extrem schmal. Also da passen, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen in eine Concorde gepasst haben, aber sonderlich viele werden es nicht sein. Ich schätze mal so 300 oder so. 200-300, wenn es überhaupt so viele sind. Muss mal gucken, wie ich das gleich darstelle. Ich habe wahrscheinlich wieder das Problem, dass es nicht rund genug dann wird, aber das kriege ich schon hin. Das Cockpit versuche ich heute mal über zwei Cockpits darzustellen. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Aber das ist jetzt erstmal, das soll jetzt erstmal ein Test werden. Wenn ich die hier so nebeneinander flansche. So, ein Stück zur Seite. Das ist... Oh, nee. Bisschen in die Mitte wieder. Nach unten. So. Das auch noch ein Stück nach unten. Ah, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Nö, ich finde das vollkommen machbar, und vollkommen in Ordnung. Ja, doch. Lass ich so. Gut. Jetzt kommen wir... Nein. Scheiße. Warum verschiebt sich denn nur das eine? Naja, warte mal. Wenn sich nur das eine verschiebt... Okay, das andere fällt nicht durch, Gott sei Dank. Ja, jetzt kommen wir halt zum Hauptteil der Kabine und jetzt muss ich mal ein bisschen nachdenken, wie wir das machen. Lass mich überlegen. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber das muss ich jetzt kurz ausprobieren. Nee, Moment. Ich muss das kurz abnehmen. So. Wenn wir das jetzt einfach ein Stückchen höher machen, wie rund ist denn das dann noch? Das geht sogar noch. Von der Rundheit. Wenn ich das jetzt nach unten fahre, wie weit haben wir dann nach oben noch ein... Scheiße. Scheiße. So funktioniert das nicht. Das ist nicht rund genug, nicht hoch genug. Nicht breit genug vor allem. Müssen wir jetzt mal ein bisschen rumspielen. Ups. So. Okay. Das ist... Jetzt habe ich natürlich das Problem, diese Kante hier, die hintere, das hier, das werde ich nicht wegbekommen, habe ich so das blöde Gefühl. Oh, ich glaube, das wird... Ich habe eigentlich gedacht, das Flugzeug könnte voll easy werden, aber Pustekuchen, ey, das wird gar nicht mal so easy. So, hier haben wir jetzt eine ganz schöne Kante.
Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil hier muss ich eh noch einen Übergang flanschen. Also bei der Concorde oben auf dem Cockpit, da ragt das Dach noch so ein bisschen drüber. Deswegen, das ist jetzt nicht so das Problem. Das kriege ich hin. So. Das mag jetzt erstmal strange aussehen, aber ich habe da schon meine Idee, wie ich das hier mache. Oder doch nicht. Okay, warte mal. Machen wir mal so. Vorne zusammen. So, das Ganze jetzt nach oben. Das Ganze kürzer. Ich fahre das hier mal ein Stück zurück. Und das natürlich auch. So. So ist gut. Läuft. Nee, läuft nicht. Jetzt kriege ich hier wieder eine Kante rein und ich kriege sie nicht weg. Naja, macht nichts. Ach genau, womit ich euch, worüber ich noch mit euch reden wollte. Ich hoffe, ihr habt alle brav das Handball-EM-Finale verfolgt, auch wenn ihr keine Handball-Fans seid. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das war eine großartige sportliche Leistung. Ich habe selten so ein interessantes Handballspiel gesehen. Und ich habe viele Handballspiele gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe selbst viele Jahre lang Handball gespielt. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, 16 Jahre lang habe ich gespielt. Oder? Doch, ja, doch 16 Jahre, glaube ich. Und war auch, ja, ich nenne es mal halbwegs erfolgreich. Ich habe Bezirksauswahl gespielt, ich habe Hessenauswahl gespielt eine Zeit lang. Und ich kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Nein, kann ich natürlich nicht. Ich habe natürlich dann irgendwann mich verletzt und konnte da nicht mehr richtig weiterspielen, aber ich glaube, meine Verletzung gibt sich so langsam wieder. Ich bin momentan tatsächlich am Überlegen, je nachdem, was ich jetzt demnächst für einen Job bekomme, ob ich mal wieder Handball spielen gehe. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Einfach aus dem Grund, weil es wirklich ein schöner, körperbetonter Sport ist und nicht wie bei Fußball alle wegen jedem Scheiß anfangen rumzuheulen. Sorry, da muss ich sagen, also jeder Fußballer, der jetzt hier zuschaut, das tut mir dann auch sehr leid, ist mir aber total Banane. Teilweise dieses Rumgeheule beim Fußball, weil mal jemand stolpert oder weil er mal getreten wird, das finde ich teilweise so peinlich. Das ist mir wirklich ein Graus. Das mag ich am Fußball überhaupt nicht. Klar, da steckt ein Haufen Geld dahinter. Wenn mal jemand etwas länger ausfällt, dann kann das auch mal sehr teuer für einen Verein oder so werden. Aber sorry, dann ist es halt so. Dann kann man da leider nichts gegen machen. Aber dann sollen die Leute doch bitte nicht rumheulen. Ja, das musste ich mal loswerden. Nee, aber das Spiel war echt interessant, vor allem Spanien ging als, also die haben gegen Spanien gespielt, Spanien ging als haushoher Favorit in diese Begegnung und die deutsche Mannschaft hat die so abgefertigt, das hat teilweise wirklich frappierende Züge gehabt, wie kacke die Spanier da waren. Aber gut. Soll aber nicht heißen, dass die Spanier keine gute Mannschaft sind. Aber Deutschland war in diesem Finale dann doch etwas besser. Und vor allem ist so eine krasse junge Mannschaft. Also zu dem Zeitpunkt und mit dem Alter, da war ich so viel schlechter. Oder, ja, vielleicht nicht schlechter, aber anders trainiert. Ey, das ist so krass, was die auf die Beine gestellt haben. Vor allem der Trainer.
So ein guter Trainer, selten gesehen, ganz ehrlich. Respekt an diesen Herrn Sigurdsson, wie er heißt. Großartiger Trainer. Großartig. Also ich kann es echt nur... Ach scheiße, das ist gar nicht in der Mitte, das ver... Oh. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier die ganze Zeit Probleme mit dem Kopieren habe. Shit, das ist nicht in der Mitte des Cockpit. Ich pack das mal kurz hier in die Mitte. Set das mal als Primary und kopiere das mal kurz hier rüber. Wow. Was ist das denn jetzt? Warum ist denn das jetzt nicht in der Mitte ordentlich? Irgendwie funktioniert das heute nicht so ganz beim Kopieren und so. Besser, besser. So. Ach Mist, ey, da wird heute die ganze Zeit eine Kante übrig bleiben, habe ich so das Gefühl. Aber besser werde ich es nicht hinkriegen, glaube ich. Naja, dann lassen wir es mal so. Wo ist denn eigentlich hier mein Cockpit hingekommen? Wo ist denn das? Warum ist das auf einmal weg? Ich habe das doch vorhin nicht verschoben. Ich habe das doch... Ach. Na gut, dann muss ich das jetzt halt anders machen. Dann gibt es da keine komische... Verschieberei... So, das bleibt jetzt so. So. Ich guck mal, ob alles sitzen bleibt, so wie es soll. Jupp. Und jetzt wird einfach ein Segment ans nächste geklatscht. Und ich hoffe, dass das dann nach einem Concorde-Rumpf aussieht. Das Ding ist mega lang. Muss nur aufpassen, dass es nicht zu lang wird. Und dann anfängt komisch auszusehen. Ah, das hat schon eine ganz schöne... Es geht schon ganz schön weit nach hinten. Passt das? Noch ein Stück? Ja, doch. So, und jetzt geht das langsam zusammen hinten. Bisschen nach oben. Noch ein Stück. Oder ist das zu weit nach hinten? Ah, ein bisschen. Das könnte kürzer sein. Aber so passt's, denke ich. Hm, so richtig nach Concorde sieht's irgendwie nicht aus. Das hier vorne ist alles nicht rund genug. Das hier müsste alles viel runder sein. Ach, wisst ihr was? Ich hab... Sorry, da muss ich jetzt nochmal umbauen. Aber ich will nochmal was probieren. Warte mal, ich speichere mal kurz zwischen. Concorde 1. Ich speichere mal kurz dazwischen. Ich spau das hier nochmal alles ab. Ach, da habe ich jetzt auch meinen Dingsbums wieder gefunden. So. Jetzt will ich mal kurz was testen. Und zwar versuche ich jetzt mal diese runde Form da vorne mit so einem Nose Cone hinzubekommen. Irgendwie. So, den verlängern wir jetzt mal. Ordentlich. Ja, das sieht doch schon besser aus. Aber wenn ich jetzt... Wenn ich den jetzt nehme, etwas nach... rechts oder links, beziehungsweise rechts und links verschiebe. Oh, ich mache den mal noch ein bisschen größer.
Ah, warte mal, das ist doch eine gute Idee. Warte mal. Ich glaube, so könnte ich wirklich eine gute Form hinbekommen. Nur das hier stört noch ein bisschen, aber das kriege ich auch noch irgendwie weg. So. Bisschen höher die Geschichte. Aha. Das ist vielleicht ein bisschen fett, aber das kriege ich auch noch weg. Das sieht doch gar nicht mal verkehrt aus, wenn ich mir das hier so mal anschaue. So, lassen wir es einfach mal so. Diese Kante hier, geht die noch irgendwie weg? Ah, mehr kriege ich die Kante nicht weg, aber so gefällt es mir wesentlich besser als vorher, muss ich sagen. Wesentlich besser. Wenn ich das jetzt irgendwie, warte mal, wie sieht denn das aus, wenn ich das jetzt blau lackiere? Nee, das ist zu viel. Das ist zu viel Cockpit. So, aber da kommt jetzt das Cockpit hier rein. Schritt weiter nach vorne. Wenn ich da jetzt zwei Stück von nebeneinander klatsche, wie sieht es dann aus? Ah, das wird komisch. Das wird komisch. Oh Mann, mein Hals ist wieder heute ein bisschen bäh. Ups. Das brauche ich mal da. Ich versuche jetzt nochmal mit einem Nose Cone, der natürlich viel, viel kleiner wird. Versuche ich nochmal ein Cockpit hinzubekommen. Scheiße. So. Einmal nach unten bitte. Nach vorne. Bisschen schmaler. Okay. Das könnte was... Ach nee, kann nichts werden. Shit. Doch, kann was werden. Ich habe eine Idee. So, das ist jetzt hoffentlich relativ mittig. Und mein Hals macht gerade wieder echt Kapriolen. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So. Nein! Ah, fuck! Das ist ein Problem jetzt. Warum macht er das? Warum macht er das? Das Spiel. Ich will hier noch kurz so eine abschließende Cockpit-Kante will ich hier noch hinzaubern. So, das soll noch ein bisschen abgeschrägt werden. Passt. So, das ist weg. Jetzt können wir das mal versuchen, blau zu lackieren und das hier. Ja, und das kann man schon als... Das kann man schon verkaufen als... Cockpit, oder? Doch, das geht. So. Kommen wir zu den Flügeln. Alter Palter. Wie viele Minuten habe ich denn jetzt schon wieder auf der Uhr? 22 und ich bin noch lange, lange, lange nicht fertig, ey. Kommen wir zu den Flügeln. Wichtigstes. Gerade überlegen, wie ich das mache. Ich brauche zwei geteilte Flügel. Das ist mir bewusst. Ich glaube, für den inneren Teil der Flügel
nämlich Structural Wings. Aber da kann ich keine... Da kann ich keine... Steuerflächen dran machen. Das ist blöd. Die brauche ich aber eigentlich genau an der Stelle. Okay. Nee, komm, wir nehmen mal Primary Wings. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Weil die Concorde hat nicht einfach irgendwelche Flügel. Die sind aber schon komplizierter. Stehen nämlich im Prinzip aus zwei wichtigen Teilen. Einmal jener Teil. Wohin gehen die denn? Bis hier ungefähr. Jener Teil, hier kommen dann die Klappen hin. Und von der Breite her, wo hören die ungefähr auf? Ah, sagen wir mal hier ungefähr. So, und jetzt brauchen wir noch... Moment, ich fahre mal die kurz ein Stückchen nach rein. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten Teil von Flügeln. Die sind jetzt etwas weniger steil angesetzt. Moment, ich muss das kurz ausrichten alles. Plupp. So. Ich denke, so ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Wenn ich mir jetzt mal so die Bilder angucke, wobei das ist eigentlich ein bisschen viel des Guten. Das war vielleicht etwas zu steil. So. Ich denke, so ist ganz okay. Gucken wir uns mal den Flügel im Ganzen an. Ja, doch, das sieht gar nicht so schlecht aus. Kopieren wir das mal rüber. Und hoffen, dass es jetzt nicht alles auseinanderfällt. Naja, ich sehe hier schon wieder, hier wackelt es verdächtig. Aber hoffen wir mal, dass es hält. Ich mache das hier nochmal kurz weg. Eventuell ersetze ich den Teil hier durch Structural Wings, aber da müssen wir dann mal gucken. Das wird zu instabil, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ditte kann ich euch jetzt schon sagen, ja, aber gut, Versuch ist es auf jeden Fall wert. So, kommen wir zum Seitenruder. Da fange ich jetzt direkt schon mal an, mit Structural Wings zu arbeiten. Das Ding ist nämlich auch wieder zweigeteilt von der Form her. Da hinten muss übrigens noch eine Spitze dran, fällt mir gerade mal so auf. So, der vordere Teil ist nämlich ziemlich flach. Und geht ungefähr, boah, so ein Fünftel von der Flügelfläche geht das hier vorne noch mit rein. Also von der Flügelfläche meine ich. Und da kommt jetzt oben ein normales Seitenruder noch drauf. Muss gleich mal gucken, ob das von den Proportionen her stimmt. Ich glaube gerade nicht, aber weil das dürfte jetzt eigentlich viel zu hoch werden. So minimal noch nach vorne geneigt, aber da müssen wir gleich mal schauen. Wobei, so verkehrt sieht das jetzt gar nicht aus, wenn ich mir das mal so anschaue. Kriege ich hier eigentlich eine Steuerfläche rein? Nee. So, und das war es im Prinzip flügeltechnisch auch schon bei dem ganzen Ding. Die Concorde ist da echt unspektakulär. Ein normales Höhenruder, wie bei anderen Flugzeugen, gibt es da nicht. Das ist in den im Hauptflügel integriert. Wie aber da jetzt die Flächenverteilung ist, ganz ehrlich, keine Ahnung. Das ist jetzt reine Spekulation, wie ich die Steuerflächen hier ansetze. Das kann
komplett anders aussehen. Das kann jetzt genau richtig sein, wie ich es hier gerade baue, aber ganz ehrlich, das müssen wir jetzt ausprobieren einfach. So, aber das Wichtigste fehlt an dem ganzen Ding eigentlich noch. Der Arsch, nein, natürlich nicht, sondern das Triebwerkssystem. Das sind ja mehrere Triebwerke, ich glaube vier Stück sind das, wenn ich mich nicht täusche. Vier richtig dicke, fette Triebwerke. So gefällt es mir besser. Die sind alle auf den Flügel montiert. Das könnte ein Problem werden, weil der dann logischerweise ordentlich Gewicht dran pappen wird. Aber anders ist es halt nicht zu realisieren. Wie groß ist denn mein Flugzeug an sich? Das ist zu viel. Ich werde schummeln müssen, wenn ich mir das hier gerade anschaue. Wie so oft muss ich schummeln. Ich baue das jetzt erstmal ganz sinnfrei zusammen, um nur mal die Größe meiner potenziellen Triebwerke zu eruieren. Aber dann kann ich doch die hier nehmen. Ich habe eigentlich eben gedacht, die wären ein bisschen zu fett. Aber Pustekuchen, die sind gar nicht so fett. Die sind sogar genau richtig, die Dinger. Mach das mal kurz weg und nimm mir einfach einen normalen Fuselick-Block. Der hat nämlich schon genau die richtige Breite für das Triebwerk. Oder nicht Breite, Durchmesser, so rum. So. Naja, wobei, nee, eigentlich kann ich die nicht nehmen. Die sind zu groß. Die sind zu groß, so leid es mir tut. Und so gerne ich richtig fetten Schub gerne an meinem Flugzeug hätte, sind die einfach zu groß. Ich muss die hier nehmen. Ich muss nur gerade überlegen, wie ich die an den Flügel dran krieg. Gerade echt am überlegen, ob ich mir mal kurz einfach so einen Pylon nehmen soll. So, doch, das müsste eigentlich sogar gehen. So, dann nehmen wir mal den Pylon. Dann müssen wir das hier noch ein Stückchen nach hinten schieben. Ich muss erstmal die richtige Position von dem ganzen Kretz hier herausfinden. Ich schieb das mal schon zurück. Ja, wenn ich das jetzt noch da drauf packe, aber dann müssen die aber näher zusammen, weil die Triebwerke hängen echt direkt nebeneinander. Hängen die jetzt auch an den Pylonen oder fallen die jetzt sofort runter? Kann man jetzt gerade schlecht sehen, weil alles auf dem Boden hängt. Weil ich glaube, das passt. So. Dann das schnell rüber kopiert. Ach, sieh mal einer an. Jetzt ist das sogar schon verbunden. Jetzt müssen wir die alle nur noch nach oben bringen. Aber das ist jetzt nicht so das Problem. Die werden halt genau an den Flügel dran gepappt. Nein! Nein! Oh! Spiel! Manchmal werde ich sauer auf dich. So. Die hängen jetzt schon am Flügel dran.
die auch noch schnell nach oben. So, haben die alle eine gleiche Höhe. So ungefähr, na, ja, der ist noch ein bisschen weiter oben, unten gewesen. So, gleiche Höhe, gleiche Höhe. Da kommen jetzt vorne noch Air Intakes drauf, wollte ich sagen. Wollen sie aber anscheinend nicht. Wenn ich die Dinger weiter nach hinten schiebe. Ach, wenn ich die Dinger weiter nach hinten schiebe, geht's auf einmal. Na super. Dann machen wir das doch einfach mal. Ich hoffe, das hält jetzt trotzdem noch. Gut, passt. So, was brauchen wir noch für eine Concorde? Wir brauchen Fahrwerke. Bisschen nach oben versenken. Stimmt. Ah, jetzt, das wird ein Problem, glaube ich, werden. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, wie die hinteren Fahrwerke bei einer Concorde aussehen. Aber das kriege ich hin. Das kriege ich hin. So. Boah, ist das wabbelig. Ich sehe es jetzt schon. Alter, warum hängt das so auf 7/4? Ups, bisschen weit weg. Schwerpunkt ist nicht so ganz richtig. Ach du Scheiße. Der Schwerpunkt ist hier hinten. Das ist ja peinlich. Da muss ja mega viel Gewicht nach vorne. Boah. Kann ich auch das Cockpit hier vorne missbrauchen noch ein bisschen. Als Gewichtsaufnahmebehälter. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Aber mir geht langsam der Platz aus. Ja. Das Flugzeug besteht jetzt quasi nur aus Belastungsteilen. Boah, warum kippt denn das so easy um? So, startet relativ gut. Oh mein Gott. Gott. Scheißdreck startet das gut. Warte mal, ich habe eine Idee. Die Triebwerke kann ich doch bestimmt auch missbrauchen als Aufnahme fürs Fahrwerk. Geht bestimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. So, das ist die einzige Möglichkeit, Dinger ordentlich in einer Höhe nach oben zu kriegen. Sorry, ich weiß, ihr hasst das wahrscheinlich, aber ich muss dabei zählen, sonst kriege ich es nicht hin. So, scheiße, wir sind jetzt schon wieder bei fast 40 Minuten und das Ding liegt noch nicht in der Luft. Komm, Concorde, starte von selbst. Ich merke, dass die Triebwerke viel zu klein sind. Und, ach du Scheiße, seht euch mal die Flügel an, was die machen. Meine Fresse, wabbeln die. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wabbel, 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 wabbel. Ach du Scheiße. Seht euch das an. Ach du Kacke.
Leute, da müssen wir nächste Folge noch mal ran. Das kriege ich in dieser Folge nicht mehr weg. Ohne Witz, also das ist vollkommen unmöglich, dass ich das in dieser Folge noch schaffe. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich es schaffe. Oh, Kacke. Ich hatte gehofft, dass das heute mal eine easy Folge wird, aber nö. Aber nö. So, ich nehme wieder das Blaue. Das Blaue gefällt mir in letzter Zeit echt am besten. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge müssen wir da leider noch machen. Bis dann. Tschüssi.